Eine wunderschöne gute Tag, mein lieber Opfer, kommst du mein neues Video von mir. Und ja, heute ist natürlich Sonntag und hauptsächlich habe ich ein schönes Wochenende gehabt. Und ich war ja beim Wochenende nämlich bei der Oma Opa, als meine Großeltern zu besuchen, die wohnen ja in Niedersachsen, also Lunaburger Heide oder so, wie auch immer. Und im Fassberg und ja, und da habe ich auch schon ein Video gemacht, aber schon seit sehr lange her und ist schon seit sehr, sehr lange her. Gibt es auch natürlich auf diesem Kanal, aber denn ja, ich bin natürlich nach Berlin, war ja Freitag unterwegs gewesen zu meinen Großeltern und am Sonntag, also heute, wenn ihr dieses Video seht, also am Montag sieht, bin ich auch schon gestern schon da oder dieser sieht, bin ich auch schon erst vorgestern da, aber denn Rostock Games hat auf den Newswire am 19. November, also am Freitag, nachmittags wieder geschrieben. Nämlich, ich habe nämlich auf, auf rostockgames.com, also auf Englisch, aber ich habe natürlich auf Deutsch übersetzt, natürlich mal auf Deutsch Rostock Games Kanal. Gibt's, ich meine, auf den Newswire gibt es natürlich nicht auf Deutsch, aber ich habe auf Englisch auf Deutsch übersetzt einfach, damit ihr einfach versteht. Und ja, und die habe geschrieben, eine Anmerkung des Roster Games Teams Roster, also natürlich Remastered, also GTA Trilogie, Definitive Edition, also GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas, gab es wieder Probleme wieder, weil es gab wieder Spiele, wieder Fehler. Das war wie im Cyberpunk 2077 genauso von CD Projekt Red und es kann natürlich sein, dass GTA der Trilogie, Definitive Edition, ein Update, als Patch-Update für Glitches und Grafikfehler und so weiter und so fort, damit das Spiel quasi nicht wieder abstürzt wieder. Und die haben nämlich geschrieben, hallo zusammen, ich auf Englisch, auf Deutsch übersetzt natürlich auch, hallo zusammen. Wir möchten ein Update zu den unerwarteten technischen Problemen bereitstellen, die im Rahmen der Veröffentlichung von GTA der Trilogie der Definitive Edition 1 nicht kamen. Zunächst möchten wir uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die auf Probleme gestoßen sind. Die GTA-Serie, also Grand Theft Auto-Serie, also die GTA-Serie und die Spiele, aus denen diese ikonische Trilogie besteht, sind für uns genauso besonders wie sie für Fans auf der ganzen Welt wissen. Die aktualisierte Version dieser klassischen Spiele wurde nicht in einem Zustand veröffentlicht, der unsere eigenen Qualitätsstandards oder den Standards entspricht, die unsere Fans erwartet. Wir haben fortlaufende Pläne, die technischen Probleme anzugehen und jedes Spiel die Zukunft zu verbessern. Mit jedem geplanten Update werden die Spieler die Qualität erreichen, die sie verdienen. In den kommenden Tagen ist ein neues Titel-Update für alle Versionen von GTA Trilogie Definitive Edition unterwegs, das eine Reihe von Problemen beheben wird. Wir werden alle aktualisieren, sobald es live ist. In der Zwischenzeit wäre es nur zu erwähnen, dass wir berichtet über Mitglieder der Entwicklungsteam hören, die in den sozialen Medien belästigt werden. Wir möchten unsere Community bitte einen respektvollen, offiziellen Diskurs über diese Veröffentlichung aufrechtzuerhalten, während wir diese Probleme lösen. Während eine der Ziele der Definitive Edition darin bestand, Spielern zu ermöglichen, diese Spiele noch viele Jahre auf modernen Plattformen zu genießen, verstehen wir auch, dass einige von euch immer noch gerne die früher klassische Version zum Kauf haben möchte. Wir werden die klassische PC-Version von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas in Kurse als Bundler wieder in den Roster Store aufnehmen. Außerdem erhalten alle die GTA-Trilogie der Definitive Edition für PC bis zum 30. Juni 2022 im Roster Store gekauft haben.
Die Sektascha-Version ohne zulässig kostet in ihrer Rostagem-Stauschab-Bibliothek, also im PC. Wir werden alle aktualisieren, sobald diese wieder im Rostagem-Store verfügbar sind. Wir möchten uns doch einmal bei allen für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken, während wir diese Updates durcharbeiten, um sicherzustellen, dass diese Spieler den zu recht hohen Standards alle gerecht werde. Mit freundlicher Grüße von Rossa Games, also Team Rossa Games. Und ja, das ist natürlich so, dass es hier bei mir war auch so, wenn ich wohl die PlayStation 5 gespielt habe, war es dort genauso. Das ist wie im Cyberpunk 2077 war das genauso. Und es gab natürlich auch Patch-Updates, wo die ja, Fehler, also die Grafikfehler, das Spiel stürzt wieder ab und es gab Probleme wieder dazu, aber es ist ja wie bei Cyberpunk 20, was wir noch nie im Roster gibt, in einem neuen Spiel bekommen zu haben. Es gab wirklich noch nie die Geschichte von Roster Games und auch von GTA noch gar nicht, auch der alte GTA-Teil von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas und ja, und dieses Spiel ist einfach so geil. Es fühlt sich ein neues Spiel an. Ich fühle mich dazu, dass irgendwann GTA 6 rauskommt. Aber ich denke, dass GTA 6 doch vielleicht auch dieses Jahr angekündigt wird. Wissen wir zwar noch nicht, aber es kann jetzt dieses Jahr passieren. Es gibt Gerüchte, das kann jetzt nächstes Jahr passieren. Aber ich denke, dass GTA 6 2023, 2024, entweder 2025 rauskommt und dann. Wenn wir mal nächstes Jahr kommen auch schon GTA 5 draußen für die PlayStation und Xbox Series X und S. Und was auch bestätigt wurde, ist, das wird nächstes Jahr im März sein. Ich freue mich auch schon natürlich auf nächstes Jahr. Und ich bin einfach tatsächlich gespannt, was nächstes Jahr eigentlich war. Was Rostagem gibt es eigentlich nächstes Jahr plant. Und bald kommt das neue Update in GTA Online. Das soll ja erst im Mitte Dezember erwartet. Kurz vor Weihnachten, also kurz vor Heiligabend. Werden wir neue Informationen zu GTA Online zu bekommen, also GTA Online zu neues Update, weil das wird dann erst im Dezember erwartet. Und letztes Jahr war der Calibrico Heist DLC, was ein geiler Update ist mit dieser neuen Insel, was wie eine Map-Erweiterung kam. Eine Map-Erweiterung und dass leider die Insel nicht im Freeroam ist, also nicht im freien Modus ist, aber. Es war auch schon ein bisschen schwer, aber für mich war es ein bisschen schwer, aber ich habe Gott sei Dank noch geschafft und ist einfach so geil und die Insel ist einfach so krass, was wir noch gar nicht in GTA Online kamen. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann später neues Map erwartet, man weiß zwar nicht, aber es wird erst von Rockstar Games erwartet, was Rockstar Games eigentlich plant und ja und so weiter und so fort. Und ja, das war natürlich auch bei GTA Lukas. Ich hoffe, dass Videos gefallen hat. Gibt es auch Daumen nach oben. Wenn euch nicht gefallen hat, macht Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Hoffentlich schaffen wir noch dieses Jahr noch die 500 Abonnenten. Wäre es so geil. Bitte abonniere auf meinen Kanal. Wir haben so lange nicht mehr keine neue Abonnenten zu bekommen. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Glocke anschalten, weil sonst verpasst keine Videos von mir. Um das Thema GTA 6 News, GTA Online sind neue DLCs, Vlogs und vieles mehr und so weiter sofort, March of Wars oder und so weiter sofort, wird es natürlich noch geben und da, damit du einfach nicht verpasst oder wenn es sogar irgendwann später mal Livestream zu werden, um die Spiele von Rockstar Games und natürlich auch ein paar andere Spiele, was ich ja und so weiter sofort. Und ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, doch schönen Abend, einen schönen guten Nacht. Oder tags, mittags, morgens, wie auch immer, falls ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns auch bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.